bis hier keine grünen Chips kommen. Ja, aber ich hoffe mal, dass diese Veränderung hier bei den roten und bei den blauen Chips dafür gesorgt hat, dass weniger grüne verbraucht werden. Und so sich das Ganze ein wenig erholt. Aber das muss ich später gucken. Hauptsache, es wird ein bisschen was von allem hergestellt. Jetzt heißt es erstmal töten. Töten oder Strom verbraucht bekommen. Darauf läuft es gerade hinaus. So, schnell ran. Einen töten, weglaufen. Lalala, gut. Schnell ran. Oh. Ja, ihr seid schneller, ich weiß. Nicht stehen bleiben. Bloß nicht stehen bleiben. Ich drehe mit euch eine Runde. Solange mein Schild oben ist, dann versuche ich einen zweiten Anlauf bei der Basis. Und das ist eine Art des Königin. Nur die Schnellen weg. Und raus. So, Spawner sind kaputt. Würmer stehen noch, aber die sind mir egal. Klimbim läuft mir hinterher, wird auch von den Lasertürmen weggeschossen. Gut, also von da haben wir schon mal keine Angriffe mehr zu befürchten. Nicht wirklich. Ich würde eigentlich ganz gerne hinlaufen, um noch die Alien-Artefakte zu holen, weil ich da gierig bin und Angst habe, dass sie irgendwie despawnen. Aber bisher ist da nichts despawned, also vertraue ich jetzt mal drauf. Das heißt, es geht zur nächsten Basis. Vorher allerdings kurz gucken, ob hier alles... Oh Gott. Nee, da ist nichts, okay. Nicht zur nächsten Basis, aber wenn ich jetzt zur nächsten Basis laufe, haben wir keinen Strom mehr zu Hause. Theoretisch müssten jetzt ja noch die Könige ankommen. Richtig, da war was. Dahinter dann die Königinnen. Kein Strom? Mhm. Ja, wäre ich jetzt nach unten gelaufen und die nächste Basis gepult, dann hätte ich eventuell meine Basis zerstört, damit ich direkt... Ja, die sind aber alle gut geschädigt. Kippen gleich um. Die Königin halten die nichts aus. Ja, ist nochmal gut. Und gibt schön viel Leichen. Genau, alles Eier. Trotzdem haben wir es gleich schon wieder Nachmittag. Dementsprechend haben wir nicht mehr allzu lange Solarenergie. Würde man langsam aufzuschießen. Dürfte doch eigentlich keins mehr da sein. Oh doch, Königin. Die nächste. Genau, geh noch schön, Roboter. Oh. Ach, du bist auch noch abgeholt, sehr gut. So, jetzt haben wir keine Türme mehr, die schießen. Problem war jetzt auch, dass die Pumpen keinen Strom bekommen haben und die... Also zum einen die Wasserpumpen, zum anderen die Pumpen, die das Wasser rumpumpen. Deswegen wird die Temperatur hier recht mies sein und kaum Wasser da sein. Heißt, es dauert erstmal, bis wir wieder auf Max-Leistung sind. Und wenn wir dann auf Max-Leistung sind, dann müssen die Akkus erst noch gefüllt werden. Es wird ein recht knappes Rennen vor dem Sonnenuntergang und der nächste Angriff kommt. Das ist nicht gut. Na komm. Was? Akku? Achso, ist das falsche System. Da. Mach die kaputt. Ja, null Performance. Ah, es geht so nicht. Ich glaube, ich verballere jetzt meine vier Magazine. Also zum einen werde ich eine Basis zerstören, wenn ich irgendwo einen Ausgang finde. Und zum anderen werde ich dann aber auch die Königinnen und die Könige töten, damit sie nicht unseren Energieverbrauch hier wegmachen. Obwohl, jetzt hat sich gerade erholt. Okay, okay. Jetzt füll bitte langsam den Akku. Sorgt dafür, dass die Boiler wieder hochgehen. Dann ist alles gut. Grüne Chips scheinen sich zu erholen, sonst hätte ich keine bekommen. Und hier, genau, ein Spawner.
Lalala. Spawner ist kaputt. Ihr seid kaputt. So, mitnehmen. Komm, nimm's mit. So, was haben wir da? Kristallformation erstmal nicht. Die anderen Basen scheinen recht weit weg zu sein. Okay, das heißt hier unten. Das da ist ein Problemkind. Das verbraucht Strom, das sorgt immer wieder für Angriffe. Nicht gut, nee, nicht gut. Wo wird denn geschossen? Und da. Vier Magazine. Oh, hier ist gar keine Basis. Fahren nur Würmer. Okay, dann kommen die von da oder von da. Genau, mach kaputt. So dermaßen düster hier. Kann ich von hier aus Strom gucken? Nein. Habe ich hier irgendwo einen Ausgang? Nein. Habe ich diese komischen Tore dabei? Nein. Habe ich ein tierisch übersfülltes Inventar? Ja. Das sollte ich mal ändern. Bevor man den Krieg zieht, sollte man die Taschen leer machen oder so ähnlich. Hau das mal dahin. Ich brauche keine Fließbänder mehr. Die brauche ich auch nicht. Die brauche ich nicht. Die da eigentlich schon. Die brauche ich nicht. Pumpchecks brauche ich nicht. Knüppel brauche ich nicht. Knochen brauche ich nicht. Electric Mining Drills brauche ich nicht. Das ganze Erz brauche ich nicht. So. Das sieht doch schon mal besser aus. Gut. Wird alles weggeliefert, ist okay. Strom. Immer noch nicht gefüllt. Was sagen meine Boiler? Also die kriegen inzwischen wieder Wasser und das hat sogar eine einigermaßen Temperatur. Und das ist gut. Sogar sehr gut. Ah, wir kommen nicht hinterher. Westen wieder oben. Wieso werden wir da immer noch angegriffen? Du gib mir den einen Polish Gem und mach daraus noch einmal das da. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wir hatten noch oben extra aufgeräumt. Wir haben da zwei Basen weggehauen. Also ja, wir dürften recht groß... wir ziehen ein paar Basen schon an. Das ist richtig. Guck mal, was da noch steht. Vielleicht habe ich doch einen Spawner übersehen, der noch recht nah dran ist. Nö, nur die komischen... Ja. Oh, erinnert Fakte. So, alles mit. So, welche Basis macht jetzt genau Probleme? Die da oder die da? Ich glaube, die da. Also ganz schön viele Würmer. Oh, na gut. So, erstmal nah ran. Oh. Die ganzen Spucker haben gerade ganz schön zugelegt. Zwei, oh. Zwei Würmer tot. Und es kommt gerade ein regulärer Angriff. Das ist nicht so schön. Ich glaube, den fange ich mal ab. Ja, zwei Magazine noch. Aber so hat wenigstens die Basis nichts verbraucht. Okay, da laufe ich mich schon im Kreis. Lauf. Hallo Königinnen. Oh, Batterie ist alle und Schilde sind nicht voll. Okay, weiter im Kreis laufen. Lalala. Mit der Power Armo MK3 haben wir dann drei Fusionsreaktoren auf dem Rücken später. Oh. Den Spawner da hinten will ich haben. Genau. Lauf. Schneller. Okay. Also, die Basis da ist einigermaßen ausgeschaltet.
Wir haben jetzt allerdings einen recht großen Angriff incoming. Aber wir haben es Tag. Die Akkus sollten eigentlich ein bisschen aufgefüllt haben. Es blitzt schon mal nichts gut auf. Das ist gut. Was sagst du? Ja, die Akkus haben ein kleines bisschen aufgefüllt. Aber nur ein sehr, sehr kleines bisschen. Jetzt kommt gleich das dicke Zeug. Warum schafft ihr das nicht? Braucht mehr Solarpanels. Bau Solarpanels. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Nein. Nein. 7 Stück. 1, 2, 3. Was? Ich baue mal die falschen, richtig? 1, 2, 3. Ja. So. Ist so dunkel. Ja, Timing ist nicht das Beste. Drei Stück weg. Drei Stück hin. Weep, weep, weep. Sind nur noch die Reste von dem von mir gepulten, ne? Ja, ich denke schon. Okay, jetzt ist der Hohlzeit. Von oben. Und wo kommt es jetzt? Von unten wieder. Kann ich nicht wirklich ändern. Ich habe nur noch zwei Magazine. Aber es hält sich einigermaßen. Ich glaube, ich sollte einfach nur mal die Schmelzöfen wieder abklemmen kurzfristig und dann haut das auch wieder hin. Also, 1, 2. Nein, nein. 3, wenn überhaupt. Genau. Sonst nimmt er sich wieder hier die Eisenplatten, das ist doof. Kupfer sehe ich immer noch nicht im System, also lasse ich die mal danach durcharbeiten. Oh, wow, 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 wow. Das war nicht gut. Wenn selbst das Licht ausgeht, ist es echt nicht gut. Genau, füll dich, füll dich, füll dich. Sorg dafür, dass die Boiler mehr Hitze aufbauen. Okay. Das ist echt mager. Bau. Was haben wir da? MK1-Dinger. Das heißt... Was? Ne, die da. Noch ein. Gut. Die alle noch ersetzen. Produziert gerade eh keinen Strom, da könnt ihr auch weg. Spritz, 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 spritz. Ja, ich weiß. Ja, Licht ist aus. So, das sind die. Genau, das sind die richtigen. Bau, 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 bau. Bau, 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 bau. Was brauchst du da jetzt? Egal, setz die. So, 2.30 Uhr, Sonne geht in ein paar Sekunden auf. So. Akku da, das hört sich gut an. Das ist das angenehme Britzelgeräusch. Das ist das aufladende Britzelgeräusch. Das entladende Britzelgeräusch. Oh. Was war das gerade? Das ist nicht so schön. Komm, mehr Solarzellen. Ich würde hier gerne töten gehen, aber das mache ich nicht, wenn ich nicht weiß, dass die Basis hier nicht sicher ist für den Rückschlag der Gegner oder den Gegenangriff. Da kommen wieder Könige. So wird das nix. Achso, er baut gerade die roten Chips selber? Warum baust du die roten Chips selber? Da sind noch ganz viele im Inventar. Sehr kurios. Achso, aber es wäre nicht genug, um 10 auf einmal zu bauen. Oder 10 Solarpanels. Ja, okay. Kann ich einsehen.
Lassen bitte jetzt mal kurz für 2 Minuten oder so Ruhe. Das wäre super. Gib mir das da. Da haben wir wieder ein paar Knochen. Rein. So. Haut nicht hin. Haut einfach nicht hin. Aber wir haben jetzt einen ganzen Tag. Einen Dytec-Tag Zeit. Durch die Solarzellen das jetzt einmal aufzubekommen. Und die nächste Nacht sollte ich auf keinen Fall angreifen gehen. Das verbraucht einfach viel zu viel Strom, wenn dann die ganzen Reste hinter mir herlaufen und alle Lasertürme schießen. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh wenigstens auf 1 Gigajoule hoch. Da haben wir klitzekleinen Puffer für den Angriff. Du Baumeer. Das waren die falschen. Stopp. Bau davon 10 und davon 1, 2, 3. Ja, nicht genug. Nicht genug trifft es. Wir haben davon nicht genug. Also, Plan für die nächste Folge. Nicht angreifen. Die Beule immer schön im Auge behalten. Die Solarpanels weiter ausbauen. Die Rüstung. Die ist für mich ein bisschen weit weg, die Rüstung gerade. Primär wegen dem Gunmetal-Alloy. Weil ich weiß nicht, wie viel Hitze das braucht. Guck mal ganz kurz. Gunmetal. Achso, Kupfer, Tin und Zink. Das wird alles nicht schwer zu schmelzen sein. Das hat keinen sehr hohen Schmelzpunkt. Das ganze Metall, was da aufgelistet ist. Also wir werden nicht extra irgendwelche Lava-Geschichten bauen müssen. Das heißt, ich muss einfach nur durch die Weltgeschichte tappern und die Metalle suchen. Das ginge. Warum baust du so viele davon? Bau bitte 1, 2, 3, 4. Schon wieder Holochips alle. Mangelerscheinung. Aber wenigstens der Akku ist jetzt wieder auf über 1 Gigajoule. Das ist gut. Schöner Zeitpunkt zum Speichern. Nächste Folge gucken wir weiter, dass wir das hier irgendwie aufgestuft bekommen. Weil die Nacht kommt ja immer beängstigend schnell wieder. Also bis gleich.